Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen in meiner Kalinkas Küche. Oktobermonat ist das für mich meistens immer Kohl anlegen. Und da habe ich mir gestern Kohl geholt. Ich habe ungefähr 13 Kilo Kohl. Und da werden mir noch Blätter abgenommen und Strunk abgenommen und dann wird im Endeffekt vielleicht nur 12 Kilo. Ich habe so in meinem Tontopfchen. Nur mein Töpfchen hat kein diese Wasserrinne und keinen Deckel, ganz normale Töpfchen, aber mit denen bin ich schon über Jahre, mache ich mein Kohl da. Funktioniert wunderbar gut und klappt immer. Noch nie was schlecht geworden. Habe ich den richtig schön heiß ausgewaschen und ins Wasser nehme ich gerne auch Natron. Oder kann man auch Essig nehmen, ist auch nicht falsch. Dann brauchen wir natürlich ein Messer für den Kohlschneider, den Kohlstampfer und ich gebe gerne zu den Kohlanlegen Möhren. Möhren aber nicht zu viel, ungefähr für ein Kilo Kohl, allerhöchste so 50, 70, 80 Gramm, nicht mehr. Möhren geben einen wunderbaren Einblick überhaupt in den Sauerkraut, diese schöne orange Farbe dazwischen, dann ist das Kohl nicht so blass und fast so sieht wie tot ungefähr. Es hat so ein richtig freundliches Aussehen, aber auch im Geschmack, weil die Möhre hat auch ein bisschen Süße, so ein bisschen Zucker. Im Geschmack besser, darf man nur nicht zu viel, sonst kann es die Kohl weich machen. Die werde ich aber dann reiben, auf die grobe reiben. Auf diese Seite. Dann brauchen wir natürlich auch ein paar Gewürze. Ich gebe da schwarze Pfeffer, die Körnerpfeffer, den Loberblatt und das kann man noch Kümmel reinmachen. Das habe ich noch nicht vorbereitet. Stelle dann raus. Und das Salz. Salz unbedingt ohne Jod. Jod macht dann Kohl wirklich allgemeine Gemüse und bei Fermentieren macht das weicher. Und Sauerkraut, die muss richtig auf die Zähne knacken, nicht zu weich sein. Und so ist sie bei mir immer. Und wenn ihr mit meinem Rezept und so wie ich euch zeige, macht, eure Kohl wird einfach perfekt. Diese Kohl, wenn die dann wird fertig, kann man einfach in die Gläser reinmachen, zuschließen und kalt stellen. Wenn ihr kalte Keller habt, es ist perfekt, kann man in den Kühlschrank stellen, aber jetzt über die Wintermonate kann man sogar auf die Terrasse rausstellen, auf den Balkon stellen. Wir haben in anderer Wohnung einfach auf die Terrasse diese Gartenkiste reingestellt, da waren die meine Unterlage für die Stühle und ich habe dazwischen meine Gläser gestellt. Über Winter war perfekt. Habe einfach um den Glas Zeitung gewickelt und zwischen diese Auflage gestellt. Wir haben ganze Winter perfekte Sauerkraut gegessen, die war nicht übersäuert. Weil bei Fermentieren muss man immer so diese Hintergedanke haben, dass als länger es steht, als saurer es wird. Und das einzigste, diese Säureunterbrechung oder ziemlich langsamer Säuregehalt aufnehmen, ist immer Kälte. Als kühler es ist, als langsamer danach nachfermentieren. So, als erstes werden wir jetzt Möhren reiben und Kohl sauber machen. Außen die Blätter abmachen, nachschauen und dann zeige ich euch jetzt weiter. So, Möhren habe ich grob gerieben und jetzt den Kohl. Kohl schön sauber machen, nachschauen, dass nicht irgendwo dazwischen ist. Und jetzt einfach schneiden. Oder mit Messer, aber am besten und am schnellsten ist es mit so einem Krauthobel. So, die ersten 2 Kilo Kohl habe ich jetzt gerieben und möchte gerne euch nur einem Stück zeigen. Jetzt 2 Kilo Kohl habe ich und ungefähr mache ich am meisten immer nur mit der Hand. Ich wiege jetzt nicht jede Kilo. So, vermische das, dass nur ein bisschen Möhren dazwischen sind. Schaut, erstmal knete ich nicht, erstmal vermische ich, dass die Möhren ein bisschen so gleichmäßig wird verteilt.
Und dann kommt jetzt Gewürze. Das ist natürlich als erstes Salz, 2 Kilo, dann heißt es ungefähr 40, 45 Gramm Salz. Vielleicht klingt es viel, ist es aber nicht viel. Das Sauerkraut wird nicht salzig. Braucht ihr keine Angst haben, aber für die Fermentation brauchen wir Salz. Und jetzt wird ordentlich geknetet. Wenn ihr irgendwas an die Hand habt, dann würde ich euch raten, lieber Handschuhe anziehen, sonst wird das Salz wird brennen. Müssen wir so kneten, dass wir spüren, dass das Kohl richtig so feucht wird. Ungefähr, dass der Saft raus ist. So, jetzt können wir auch noch ein paar Pfefferkörner, dann vielleicht so ein Loberblatt und wenn ihr mögt, auch den Kümmel. Bisschen mache ich schon. Ich mache aber keine ganze Körner, sondern grob gemahlen. So, noch kurz verrühren. Der Duft kommt schon gleich von dem Kümmel. Und jetzt kommt unser Topf in einen Satz. Bisschen schwierig hier mit so wenig Platz euch alles zu zeigen. Jetzt kommt den Kohl hier in unseren Topf. Und jetzt stampfen wir richtig schön fest. Gleich bei der ersten Lage bekommt ihr kein so viel Saft. Da müsst ihr euch geduldig sein. Und bei der zweiten Lage wird dann schon mehr. Und so machen wir jede Lage. Aber dafür hole ich jetzt meinen Mann und machen wir es weiter zusammen. Aber ihr wisst Bescheid. Jedes Mal macht ihr so ungefähr 2 Kilo Kohl. Wenn ihr natürlich kleinere Mini macht, dann nehmt ihr natürlich ein kleineres Töpfchen oder ein großes Glas. So, und bei mir geht es jetzt weiter. So, meine Lieben, habe ich mein Kohl hier reingepackt und habe schön gestampft und schaute. Mit der Zeit habt ihr dann so viel Saft. Und jetzt müssen wir einfach ein Gewicht draufstellen. Und für Gewicht habe ich einfach so eine Schüssel genommen. Schön sauber alles. So. Und dann müssen wir was draufstellen. Und ich stelle einfach meinen Mörser, weil er ist über ein Kilo schwer, habe ich ihn extra gewogen. Oder nehmt einfach Glas, füllt mit Wasser ein und stellt oben drauf. Oder kann man Stein nehmen. Leider beim Umzug mein Stein irgendwo verschwunden. Welche habe ich immer genommen. Wenn ihr nehmt aus Holz sowas, musstet ihr aber unbedingt achten, aus welchem Holz ist Brettchen gemacht. Am besten ist es, wenn es Eiche ist. So, und jetzt nur mit dem Mulltuch zudecken und stehen lassen. Bei Zimmertemperatur. Bei jedem wird es unterschiedlich. Bei einem wird es 5 Tage, bei einem vielleicht wird 7 Tage. Ich persönlich, egal wie stark es ist, hier schäumt, so ungefähr nach 5, 6 Tagen packe ich den Kohl einfach in die Gläser. Schließe die zu und stelle die kalt, dass die danach können einfach langsam fermentieren. Jeden Tag aber mache ich das ab und einfach mit dem Holzstiel mache ich die Löcher bis nach nur unten. Und wenn ihr zum Beispiel morgen schon ein Loch macht, dann seht ihr hier ein bisschen pluppert. Und jeden Tag wird ein bisschen mehr Schaum ist. Das heißt, dass Gärprozess ist angefangen und diese Gärgase, was unten, tief unten stehen, die sind richtig schön, da können rauskommen. Und unser Kohl wird diese Bitterstoffe nicht mehr haben. Das ist auch wichtig in den Geschmack von dem Kohl. So, aber jetzt alles wieder rein, schön reindrücken und unbedingt soll hier Flüssigkeit stehen. Immer wieder, wenn ihr seht, dass den Kohl hier irgendwo geht nach oben, die muss mal schön nach unten drücken.
Oben soll unbedingt Flüssigkeit sein. Jetzt bleibt es mal zum Gären. Ach, noch ganz kurz noch. Bald kommt bestimmt die Frage, warum mal nur mit dem Tuch wird es zugedeckt und nicht der Deckel oder weiß was ich. Und das ist vielleicht, darf sowas nicht sein. Doch für Fermentieren brauchen wir jetzt Sauerstoff, dass unsere Bakterien können anfangen zu arbeiten. Wenn wir jetzt dicht verschließen und kaum den Sauerstoff reinkommt, es wird einfach alles erstickt und schlecht. Deswegen nur einfach den Tuch machen, dass es gut alles zirkuliert. Es wird wirklich alles funktionieren, wenn ihr genau nach meinen Anleitungen es macht. So, es ist jetzt einen halben Tag vergangen und jetzt müssen wir jetzt Löcher durchstechen. Erstmal nehmen wir alles raus, die Hände unbedingt sauber machen, waschen oder Handschuhe ziehen. Schaut, wie viel Saft unser Kohl gelassen. Und jetzt werden wir Löcher durchstechen, richtig bis nach unten. Schaut, wie schon schäumt nach nur ein halben Tag. Und in meiner Küche ist ungefähr nur 20 Grad plus, mehr nicht. Das gärt richtig gut. Ich vermute, dass ich nach 5 Tagen kann schon mein Kohl kalt stellen. So, 3 und 1 in die Mitte. Jetzt wieder alles schön runter unter die Flüssigkeit, unbedingt. Nichts soll rausgucken. Es riecht schon auch säuerlich, wie es sich gehört. Und legen wir wieder unsere Teller. Teller spüle ich meistens immer noch mal mit kaltem Wasser ab. Lege ihn wieder rein. Und das Gewicht draufstellen. Wieder zudecken, nur mit dem Tuch, Mulltuch, dass wir genug Sauerstoff haben zum Weitergären. Und dann sehen wir uns wieder nach 5 Tagen. So, meine Lieben, es sind jetzt 5,5 Tage vergangen. Und jetzt können wir unsere Kohl fertigstellen. Oder wir lassen die so in den Topf und einfach den Deckel drauf, passende Deckel drauf. Wenn ihr habt natürlich so einen Tontopf mit dieser Wasserrinne, dann habt ihr noch besser, dann ist das auch alles dicht. Aber was könnte ich euch gerne sagen? Ihr müsst unbedingt das kalt stellen. Wenn ihr das jetzt so lässt, die Kohl wird immer weiter fermentieren und wird irgendwann so sauer, das kann man die kaum essen. Was mache ich? Ich habe jetzt einen großen Topf mehr gemacht und das mache ich fast jedes Jahr. Jetzt nehme ich das alles raus. Diesen Saft kann man ruhig reinmachen. Das ist einfach nur so Kohllacke. Das brauchen wir nicht mehr, weil ich werde in diesem Topf das nicht lassen. Jeden Tag bin ich aber mit den Stampfer gegangen und so habe ich Löcher gemacht. Seht ihr, wie das sprudelt noch? Und kommt diese, ich muss ehrlich sagen, das ist für meinen Geschmack unangenehme Gärgase, was da rauskommt. Und dadurch gehen die raus und bleiben die nicht in unserer Kohl, weil das beeinträchtigt den Geschmack. Jetzt ist aber dieser Moment, wo wir müssen den Fermentierungsprozess stoppen. Wir müssen unsere Kohl kalt stellen. Jetzt nehme ich nur ein bisschen raus, euch zu zeigen, wie toll sieht der Kohl aus. Ist schön hell, ist nicht weich, ist richtig schön knackig. Und wenn wir es zu lange stellen, dann wird er weich. Das werde ich jetzt probieren. Jetzt ist perfekte Säure, nicht zu sauer. Kann man gleich sofort jetzt Olivenöl drüber geben, vielleicht noch Zwiebelchen dazu schneiden oder grüne Kräuter und ein perfekter, gesunder Salat. Wenn ihr eure Kohl im Topf lässt
und stellt irgendwo auf die Terrasse oder in kühle Keller sozusagen kalt stellt, unbedingt trotzdem dann Gewicht drauf machen, dass oben Laker steht. Das ist sehr wichtig, weil der Laker, diese Flüssigkeit, die Schutz von Schimmel. Wenn ich sehe, dass da was bisschen so weißer Schimmel, keine Haare oder so, nur wenn ihr das sozusagen diese weiße Schimmel anfasst und es auseinander so bricht auf kleine Krümel, braucht ihr keine Angst haben. Das ist nur einfach Kammhefe. Die sind sogar gesund. Wenn euch unangenehm, könnt ihr einfach kurz mit kaltem Wasser abspülen und es alles voll in Ordnung. Die sind absolut nicht schädlich, sondern sogar gut für unsere Darmflora. Mache ich immer so, dass ich jetzt nehme mir ein paar Gläser, so wie es ist, und stelle in einen Kühlschrank. Nehme ich jetzt hier rein. Und wenn ihr zum Beispiel im großen Topf das stellt, dann bitte nicht mit der Hand reingehen und euch was rausholen. Wenn ihr wollt, immer ein bisschen rausnehmen, immer mit den Zähnen, mit den Gabel, dass ihr keine Bakterien von eurer Hände da reinbringt. Sonst kann es natürlich schlecht werden. Erstmal mache ich mir ein paar Gläser voll. So, den Glas habe ich fast voll aufgefüllt. Am besten, wenn ihr es für ein bisschen länger wollt stehen lassen, irgendwelche Gewicht, was ihr da so habt. Ich habe diese Plastik speziell für die Fermentierungsbedeckung. Mache ich die so, dass die bis bisschen sozusagen rausgucken von meinem Glas. Und wenn ich dann Deckel anschraube, dann drückt mein Deckel auf diese Bedeckung und steht die Flüssigkeit oben drauf. Wenn es zu wenig, wir haben hier noch viel Flüssigkeit, ihr könnt immer dazu geben. Und da seht ihr, steht die Flüssigkeit fast bis oben hin. Diese Gläser stelle ich in die Kühlschrank zum Sofa-Zehren. Aber ich möchte gerne noch einkochen. So, dafür nehme ich heute aber Weggläser. Und in meinem Kolchi ist schon Lorbeerblatt und die Pfefferkörner. Wenn ihr möchtet, gerne Wacholderbeeren auch verwenden, würde ich euch raten, ganz unten jetzt ein paar drauf geben und dann jetzt den Kohl drauf. Weil danach, wenn ihr das rausnimmt, dann könnt ihr es schnell finden und gleich rauszunehmen. Und jetzt gebe ich einfach meinen Kohl da drauf. Ungefähr 1,5 cm oben freilassen. Nicht voll machen. Schaut, so viel habe ich jetzt aufgefüllt. Die Flüssigkeit steht auch bis dahin. Und hier sind so viel, ungefähr 1,5 cm frei. Rand sauber machen. Die Deckel und die Gummis habe ich schon abgekocht. Immer schön mit zwei Händen das die Gummi halten, drauflegen. Kontrollieren unbedingt, dass der Ring richtig gut liegt. Und dann noch die Klammern drauf machen. Nur zwei Klammern gegenüber. Und ich kann euch wirklich sagen, wenn ihr das selber Sauerkraut ankocht und danach isst, ihr werdet nie wieder eine Sauerkraut kaufen. So, erstmal packe ich meine ganze Kraut in die Gläser ein. So, mein Topf ist leer, habe alles in die Gläser gepackt, habe ich. Die Gläser gehen dann in den Kühlschrank für weitergeben. Noch einen so ein großes Glas rausbekommen. Und das Rest geht zum Einkochen. Und ich sage euch jetzt zwei Varianten zum Einkochen. Und liebe Freunde, bitte lesen Sie unten in die Beschreibung. Ich schreibe euch da detailliert, wie ihr machen müsst. Von 4 Jahren habe ich im Backofen angekocht. Und das war die beste Sauerkraut, was sie gemacht haben. Vor 2 Jahren habe ich dann eingekocht im Einwegautomat bei 100 Grad 2 Stunden. Die Sauerkraut war mir viel zu weich. Dieses Jahr
möchte ich gerne nur eine Stunde einkochen, Empfehlung von Steffi kocht ein. Ich glaube, die hat gesagt, das sogar reicht 30 Minuten. Probiere ich dieses Jahr mit einer Stunde und wenn es mir wird zu weich, dann werde ich auch auf 30 Minuten gehen. Ich werde euch natürlich berichten, wie es ist mit einer Stunde geworden. Wir haben kalte Sauerkraut, ja, und deswegen nehmen wir auch kaltes Wasser oder so Zimmertemperaturwasser. Ich nehme einfach von Wasserhahn und geben wir in das Blech, in welchem werden wir im Backofen einkochen und ungefähr so 1 cm von oben, dass ihr euch, wenn das dann köchelt, nicht drüber kommt in die Backofen. Und genauso in den Töpfchen geben wir genauso Wasser, dass unsere Gläser ungefähr so 2/3 mindestens aber stehen im Wasser. Wenn passende Deckel ist und passt das, dann kann man auch mit dem Deckel zumachen, dann ist das auch noch besser und schneller geht zum Aufheizen. Und stellen wir dann die Uhr ab da, wenn Wasser hier im Topf kocht. Wenn ihr Thermometer habt, dann stellt die Thermometer rein. Soll 100 Grad sein und bei 100 Grad eine Stunde einkochen. Und hier im Backofen werden wir jetzt erstmal auf 170 Grad Backofen stellen. Ich stelle Umluft. Nach einer Stunde sieht man schon, dass hier Wasser richtig so schon sprudelt. Und dann stelle ich die Hitze auf 120 runter und lasse weitere eine Stunde einkochen. Danach einfach alles rausnehmen, abkühlen lassen, die Klammer abmachen, testen, ob das alles dicht ist. Solche Deckel sollte angezogen sein und wenn das alles in Ordnung ist, einfach in die Keller bringen oder im Vorratsregal. So, liebe Freunde, ich wünsche euch viel Spaß beim Sauerkraut anlegen und danach, wenn ihr das möchtet, auch einkochen. Es ist wirklich ein sehr, sehr leckerer Sauerkraut. Und wenn ihr genauso macht, wie ich euch zeige, ihr werdet es nicht bereuen. Die Kraut ist so, so lecker. Ich wünsche euch ein gutes Gelingen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!